Das Besondere an der KGU ist, dass es sich wirklich um eine Familiengesellschaft handelt. Wenn ich daran denke, dass nicht nur ich Mitglied der KGU bin, sondern dass mein Sohn auch den Weg in die KGU gefunden hat, dass er Mitglied bei den Jus ist, dass er jetzt auch Mitglied bei den Schneuzern ist, das, finde ich, macht die Karnevalsgesellschaft KGU als Familiengesellschaft aus. Es ist einfach wundervoll, dass wir eine Familiengesellschaft sind, dass wir so viele Facetten haben mit den Juhus, mit dem Schneuzerballett, mit den Schneuzerpens. Ja, man kann einfach ganz toll Karneval feiern zusammen. Die KGU ist für mich der geilste Verein nach den Hilleknechten Mächten. Ich muss auf dem Bierdeckel unterschreiben. Die sind mir 5 Stunden auf den Senkel gegangen, damit ich unterschreibe. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe und seitdem viele neue Freunde gefunden und es macht einen Riesenspaß. Das ist mir eine Freude, als Gastronom, als Vereinswirt, das 100-Jährige mit der Familie U, nicht mit der Karnevalsgesellschaft U, sondern mit der Familie U, feiern zu dürfen. Die KGU Uhu ist für mich einfach ein toller Verein mit netten, entspannten Leuten und einfach immer tolle Zeiten. Ich bin froh, dabei zu sein. Wir haben jetzt 100 Jahre und noch mal 100 Jahre, haben wir 200 Jahre, sind wir zwar alle nicht mehr da, aber ich würde mich freuen, wenn es in den nächsten 200 Jahren immer noch der Uhu geht, immer noch der Schnauzer geht und das ganze Drum und Dran ist einfach ein geiler Verein. Der Geburtstag von der KGU Wedwalder 31.1.1924 gewesen sind. Wilhelm Lenzen, Inhaber vom 1912 erbaute Kaiserhof, dem späteren Ballhus Lenzen in der Möhlstraße, konnte die Mitglieder von sich im Stammtisch begeisteren Karnevalsgesellschaft zu Jonde, die KGU. Erster Präsident wurde der Fritz Diebes. Unglücklicherweise wurde der Erschmalad und ist seit 1927 gestorben. Singe Nachfolger wurde der Wagner Schenk und auf 1931 der Schwinze Chris. Der wurde auch Erschmalad und ist 5 Jahre drauf gestorben. Drauf fiel die Wahl ob der Hexe Dörres, der das närrische Zepter bei 35 Jahren in der Häng halten sollte. Jüngst 1955 hat der Dörres die Idee, der echte Delbrücker Tingstars Zug trecken zu lassen. Und er hätte es geschafft, das närrische Defilé 12 Jahre unter der Leitung von der KGU durchzuführen. Bei jedem Zug war immer die Schalksnarre, die echte Tanzgruppe von der KGU, mit dabei. Et Leisch von der Welt erblickt an die Schalksnarre 1949. Die Gruppe bestund aus 12 Mitgliedern und einem Tanzpaar. In den ersten 3 Jahren war das Doris Dohlhausen mit seinem Vater Ernst, der zugleich Initiator von dem Schmölz hier war. 15 Jahre waren sie im Faste laufend an der Jeng. Jeder mit dem Glas da steht.
In der Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg kommen die KGUHU flück wieder in die Gänge. Sie blieb etwa immer noch in kleine Finger Familiengesellschaft. Auf Schöns ihr Bedüggung nicht zu unterschätzen war, weil ihre Präsidentin, der Hexe Dörres, im Festkomitee im erweiterten Fürstand die ganze Schelsig vertrottet hätte. Und trotzdem ging es am Ende von der 6. Jahr der Bürger rauf. Zu eh schmutzige Tanzkor oblüse, weil sich kein Glück mehr gefunden hat, die arme Lunge hatte, damit zu tanzen. Und dazu hat der damalige Fürstand es nicht auf der Reihe kriegt, sich um eine Nachfolger vom Dörres zu kümmern. Welche oder Frau, hey, nimmt er es nicht genau, was ihm sonst schon fehlt. Und so trat der Dörres im Alter von 75 Jahren zurück und sagte, keine, der den Job machen wollte. Und weil der Düvel immer ob der größte Hofe drieß, wo doch noch der Heidehof, größte Veranstaltungsstätte zu Delbrück, verkauft und dann noch abgerissen. Was folgte, war ein Interimsfürstand unter der Leitung vom GWG-Architekten Horst Huppertz, der das ganze Schmölzje 2 Jahre geleitet hat. Nachdem zwangsweise 1970 die Sitzungen von der KGUHU ausgefallen sind, hat die belgische Standortverwaltung ihr Go gejoffe und so konnte für 2 Jahre Veranstaltung im belgischen Casino in der Urnestraße stattfinden. Als Sitzungspräsidentin konnte man der Hölzchens Will gewinnen, der nicht nur Veranstaltungen von der Kajuja Delbrück, sondern auch von der Alcoyassa präsidierte. In der Zeit, als der KGUHU richtig an das Leder ging, als sie fast kaputt war, wurden Kräfte frei, von denen man vorher nichts gekannt. Hier sticht besonders der Wassers Otto herfür, der für die Üle seine gesamte Kegelclub mobilisiert hat. Ob die Wies kommen mit einem Mal Typen in uns Gesellschaft, die uns erst gut getan haben. Der Stuppe, der Essers Fritz, die Brüder Wipp und Heiner Mühr und Bernhard Schütz, besser bekannt als der Schütze Bumm. Heiner Mühr übernahm 1972 der Fürstand und hatte so grandiose Idee, dass es mit unserer Gesellschaft ganz hörsch und immer weniger der Bürger rupfing. Seit 1927 ist uns KGU dem Festkomitee angeschlossen. Und wie hat gesagt, war ja unsere ehemalige Präsidentin, der Hexe Dörres, damals Mitglied vom erweiterten Fürstand. Er war 1974, hätte dann richtig geknallt. Die KGUHU stellte das Kölner Dreie stehen, mit Singer Tollität, Heiner Mühr, singen Bruder Wilbert als kölsche Deftigkeit und Hans Junken als der zugehörige Lieblichkeit. Meine sehr verehrten Damen und Herren hier im Saale, Sie haben nun das Glück, unser Dreigestirn in Natura zu sehen. Und ich bedauere die Zuhörer, die nun diesen drei herrlichen Figuren nicht sehen können und die anderen am Bildschirm, dass sie so weit, weit weg sind. Das Dreigestirn lädt zum traditionellen Prinzenessen in Kölns nobelste Herberge. Oberbürgermeister Vanes Ziegler und andere politische Spitzen der Stadt folgen der Einladung seiner Tollität. Ebenso führende Vertreter des Handels und der Industrie. Sie alle erweisen seiner Hoheit ihre Reverenz, die unter dem Narrenkostüm ihre wirtschaftliche Größe versteckt. Gäbe es den Karneval in Köln nicht, so müsste er glatt erfunden werden. So hatte alles begonnen. Weiberfastnacht um 11.11 Uhr eröffnete seine Tollität Prinz Heiner I. den Kölner Straßenkarneval. Bis Aschermittwoch übt er die Herrschaft über die Stadt aus. Die Stadtväter danken derweil ab. So wenig das politisch relevant sein mag, ist es wirtschaftlich von Bedeutung. 6 Tage lang finden die Kölner keine Ruhe und die Zugereisten ebenso wenig, weil sie wie die Kölner sein wollen.
das permanente Fest auf den Straßen, in Kneipen und auf Bällen, schließlich der Rosenmontagszug. All dies bringt Millionen Menschen auf die Beine. Das muss man sich ins Für stellen. Drehuhus als Trifolium in Kölle. Aber das war noch nicht all. Auf 1975 wurde die Sitzung ob Initiative vom Heiner Mühr das erste Mal als Bohresitzung aufgehalten. Am 19. Juni 1979 wurde Heiner Mühr zum Präsidenten vom Festkomitee gewählt. Singe Bruder Wipp war als 6 Jahre früher dem Ruf vom Festkomitee gefolgt und war für 7 Jahre Prinzenführer. Was der laufend Prinz Kamelle führt im Kölner Dom. Ein strahlender Prinz, nicht nur durch die Scheinwerfer, die ihn von unten anstrahlen. Sie sehen also, die Sonne ist schon eigentlich untergegangen oder steht sie nur tief. Der Prinz wird ein bisschen angestrahlt von Kamelle. Das war der Nachschub, den auch der Prinz braucht, wenn er unter sein Volk die Kamelle so werfen will, wie er es jetzt gerade tut. Da sieht man mal einen Blick in die Werkstatt sozusagen des Materialwerfens. Er hat offenbar eine ganze Reihe Auswahl. Er hat also nicht nur eine Einheitskamellensorte, das würde ja auch dem Prinzen nicht anstehen, sondern er verfügt über ein ganzes Arsenal von Wurfgeschossen. Und dem Heiner haben wir auch noch jetzt ganz Besonderes zu verdanken. Das Bore-Schneuzer-Ballett. 1976 stunden die Fente in aller ihr eigene Eleganz et erste Mal ob der Bredere, die die Welt bedügge. Die Sitzung leitet Heiner Mühr, Präsident des Festkomitees des Kölner Karnevals 1823. Es spielt das Orchester Matthias Dick. Wir wünschen viel Spaß und Kölle allerhaft. Und was war das für eine Erfolg? 1976, erste Auftritt auf der Herresitzung der KGUHU. Das Festkomitee war auch da. Und die waren so von der Söck, dass sie das ganze Schmölz hier direkt im Mang für die Prinzenproklamation eingeladen haben. Hier sind wir der Auftritt auf der ARD-Fernsehsitzung von 1980, et präsidiert der Präsidentes vom Festkomitee Heiner Mühr. Der Kölsche Fastelovend ist in fester Hand der KGUHU. Lücksche im Jüdzelich, setz dich! Wir bedanken uns recht herzlich, dass uns Stolzfuß mit unserem düchtigen Beifall empfangen hat. Stelzer, Dulle Trölze. Nerisch Volk, die derber geboren sich stolz und glücklich, hebe ich die Bein schwenken zu dürfen. Beifall. Wenn ich hier ein bisschen genau durch das Saal lure, bis zum Tisch 150 haben sie ihr Klatsch und da hängen die Messer ja nicht, wo die Locke hängen. Jawohl, Mädchen im Adventskostüm, klasse. Und nun, meine lieben Freunde, für euch hier im Saal die Delber geboren, charmant, freundlich und nett, tanze jetzt für euch Minuett. Damit alle Leute wissen, wo es drum geht. Die Bohre tanze ich elegant, charmant und dann überkühlt sie.
da lassen sie den Rebel aus der Kiste. Mario mit! In Ordnung, das ist Kammer 4. Vorhören, aufgepasst, Kapellmeister Don Tröte. Haben, kommen bei Ihnen an. Die brauchen auch ein bisschen Luft zwischendurch, damit sie wieder zu sich kommen. Die haben ihr Bestes gegeben, was sie hatten. Das waren ihre Beine. Und ich darf mich bedanken bei Ihnen, der Präsident Willy Hölzchen, auch der Präsident der KGU, wo der ganze Schwölzchen uns führt. Hat 120 Strophen, aber so lange können wir nicht hier bleiben. Ich darf mich bedanken beim Tanzpaar, ein Druck von Delburg, Helmut Merten und der Tanzoffizier der Stoppe, Fritz Esser. Wo sind die zwei? Und der Pet von Delburg, unser Zebra, wir sagen nur Pet Führer, Pet Hinge, Fred Tillmann und Jacht Happ. Ja, wir haben am ersten Dienstag im September haben wir angefangen zu trainieren. Und zwar haben wir uns getroffen in der Gaststätte Winter. Das war Eck Aachener Straße, Hohenzollernring, gegenüber vom Rudolfplatz. So. Ballettschule Schnitzler. Der Heiner hat die Verbindung hergestellt. Der kannte den Schnitzler von dem Divertise Mensch und Kölner Männer Gesangverein her. Gut, wir um 20 Uhr dann Räufer Ballettschule
Auch in Tanzschule, Ballettschule hätte ich auch Bertolt Pilat, Peter Schnitzler und Hilde. Und wenn wir dann da reinkommen, einen am anderen, eine große, eine kleine, eine dicke, eine dünne, eine alte, eine junge. Der Peter der stand am Flügel, Hilde dahinter. Der Scheibenreiter saß für die Tastatur, das war dem singen Pianist. Und das Gesicht von Peter, das wurde immer versteinerter. Wenn wir dann nicht alle drin waren, wir waren mit 18 Mann an dem Tag, wenn wir dann nicht drin waren, sagte Peter für den Heiner ganz und mit einem Büro um. Was soll ich da mit denen anfangen? Der wurde das nicht gewendet, sonst alle in Größe und hier alles durcheinander. Der Heiner hat ihm dann erklärt, was das werden soll. Gut, kommen die wieder raus, haben uns um das Klavier, um das Flügel versammelt. Hat der Hex Theo den Platz eingenommen von dem Scheibenreiter und hat dann Klavier gespielt und haben dann gesungen. Ein Liedchen mit dem Peter für gesungen. Und dann wurde die Stimmung schon direkt wieder besser. Und ob immer sagte Peter, stellte uns an die Stange. Wie gesagt, Ballettschule, Spiegel an der Wand, das war eigentlich nicht so günstig. Denn wenn man sich selber so auch kriegt, man komplex oder der sich selber auslacht, kommt darauf an, was man gerade gemacht hat. Da sagte er, dort tritt ich noch rechts und dort das linke Bein auf die Stange. Das hing kladderer da, schloch der Hälfte um Kreuz. Eine Stiefel wie der andere. Und das Schlimme war, dass Hilde dabei war. Der Peter war ja noch human, der hat zwar die Choreografie machen, aber wenn das Hilde dann dabei war, das tat uns treten. Das muss genau werden. Und dann ging das los. Nochmal, nochmal, nochmal. Gut. Wir haben also trainiert bis kurz vor Weihnachten. Und dann kam die Herrensitzung. In der Aula Delbrücke Mausfahrt von der Gesamtschule. Dann waren wir dran, auf die Bühne. Haben wir dann den Traditionstanz gemacht. Und dann ein Lied gesungen und dann den Traditionstanz noch ein gemacht. Und das halbe Festkomitee, etliche Präsidenten. Gut, man hat den Auftritt gemacht, Beifall gekriegt, es war ja jetzt Neues, was in Köln noch nicht hier offen hat. Beifall war groß. Dann kriegten wir den Bescheid, wir sollen am Freitag auf der Prinzenproklamation tanzen. Das hieß also wieder ein außerplanmäßiges Training beim Peter. Und dann sagte Peter, jetzt müssen sind wir allein parat, gut, wir haben noch einen anderen Termin, sind die zwei dann aufgehauen. Wir haben uns dann angetrocknet, oben schon, der Koffer hängen die Theke in der Jadrop und sind erhob. Haben vom Saal gestanden, in der Reihe, wie die Höhne auf der Stange, nervös, haben dann auf unseren Auftritt gewartet. Nur da trug sich hin, auf der Bühne waren gerade die Rotfunken. Und die kriegen ja kein Eng. Dass der durch und durch ob immer geht, die Tür abgehört, muss Erika raus. Vielleicht kann man das in der anderen Gläschen noch kriegen, dann ist ein Feder und dann kann man das ausgeschüttet haben und sie beruhigt hätte. Wenn wir da inmarschiert sind, das hat auch für Lacher gesorgt, denn so eine Truppe hatten sie noch nie gesehen mit diesen Gestalten. Und ich muss sagen, also wirklich sind wir gut angekommen. Denn wie gesagt, so jetzt kann der Köln noch keiner. Was er zur Folge hatte, wir haben ja praktisch die Traditionskurse auf der Schöpfe genommen, dass wir die ersten Zicken zwei kennen, von denen einen Auftritt geraten. Die haben sich also gewunden, für uns dann uns zu verpflichten. Aber im Endeffekt hat es dann hingehauen. Es war ursprünglich geplant für 6, 7, 8 Auftritte bei befreundeten Gesellschaften, ob es im nächsten Jahr noch wieder ging, das war auch eine Frage. Aber nachdem wir dann für diesen
hochkarätigen Publikum aufgetreten war. Dreimal bei uns auf der Herrensitzung, auf dem Kommerz und bei der Prunksitzung, also bei der Proklamation da. Da kamen die Auftritte einen am anderen und sind insgesamt 43 Auftritte geworden. Und so trick man auf 1976 mit dem Schnäuzerbus von Saal zu Saal, trifft sich fürher immer in einem Delbrücker Wehzus, trinkt da ein Gläschen Calvados zur Beruhigung von der Nerven und folgt dann der Anweisungen vom Heiner Mühr, Willi Hölzchen und vom Stuppe Fritz Esser. Hey Bert, das ist ein Radiosender, kannst du das ändern? Heute sind wir uns frohen vier, aber heute eine Truppe, jung, dynamisch. Ihr seid doch dynamisch. Wie eine Schlaftablette. Meine Damen und Herren, die Männer sind dynamisch. Das sind alles Leute, die sich dem Tanz gewidmet haben, eine Sportart, die sie lieben, obwohl sie sie nicht beherrschen. Und hinter uns Willi Hölzgen, 40 Jahre Präsidentin von unserer KG. Luren wir uns noch ein Sing Präsidentschaft jetzt genauer an. Hokus, Hokus. Erscheine! 40 Jahre lang war der Willi Hölzgen Präsidentin von der Buhre-Sitzungen, akkompagniert von seinem kongenialen Partner Fritz Esser, dem Stuppe. Beifall! Mein lieber Freund Willi! Bin ich froh, dass du da bist! Ich war da, wo kein Vorsicht. Plötzlich ein Knall, es hätte mich fast zerrissen. Ich hol nur aus der Entfernung, Hokus Pokus, rasch, das Loch ist vom Lokus. Und da bin ich, mein lieber Freund Stuppe. Hör mal, wollte den Willi absägen. Ne? Und das war natürlich eine Steilvorlage für mich. Ja? Sodass also dann, nachher im Laufe der Jahre, ich mein ständiges Bemühen hatte, den Willi als Präsident abzulösen. Ja. Indem ich ihn also irgendwie immer so niedergemacht habe oder habe ihn korrigiert. Und der Hauptgag war, dass ich mich auch mal an ihn rangeschlichen habe und habe an seinem Stuhl mit so einer Säge angefangen zu sägen. Und das waren so Dinge, die sich mehr oder weniger so eingebürgert hatten. Die Leute haben das einfach erwartet. Ne? Das war für die der Clou, dass ich als möchtegern Präsident da alles versucht habe, ihn irgendwie zu abzusetzen. Ja. Hör mal, wenn ich dich aber so sehe, bist du dann überhaupt in der Lage, geistig und körperlich so eine ganze Sitzung zu leiten? Aber selbstverständlich. So gut. Damen und Herren, wir sind stolz und glücklich, dass der gesamte Landadel von hier und von Everdahn wieder dabei ist und mit uns die noble, hetzfrohe, delbergeborene Sitzung mit Mädchen und Mädchen zu führen. Fühlt sich eine durch unsere Gau verletzt. Die Kreatur hätte einen Knall. Der hätte einen Bock gekauft oder ist mit Hippe, will ich gedacht. Wohre Art ist auch, aufmerksam zu sein. Wenn hier alle Ehre stehen und schwart, dass man fast andächtig zuhört. Jetzt machen wir diesen Moment kaputt. Machst du für mich weiter, ich muss zu den Grillächern. Hör mal, hast du einen Unfall gehabt? Meine Damen und Herren. Hast du einen Unfall gehabt? Nein, wieso? Ja, du hast deinen Airbag raushängen.
ich hab mit dem so immer eine Theke gestanden. Da hat er gerudert. Ich sag, erzähl mehr von zu Hause. Es muss schlecht bestellt sein um die Katzen in Delbrück, du, wenn die sich schon im Bolz aus Krefeld holen. Ja. Quartett, die New Yorker Metropolitan oder die Mailänder Scala, das ist für die, die jetzt kommen, die Delburger Aula. Jetzt ist hier Fieder, wunderschöne Lieder, Einzugsmarsch, die Höhner! Ich schon in der Woche vorher oder 14 Tage vorher gedanklich die Sitzung durch. Und überlege mir schon, was ich zur Begrüßung der einzelnen Kräfte sagen will. Was ich nachher als Dankeschön sage, das weiß ich nicht. Echte Freunde, stand zusammen, so wie eine Jappenbock. Echte Freunde, stand zusammen, es ist die Glück, ob ihr und wenn ihr wollt. Freunde, Freunde, Freunde in der Blut, Jammer, Hunde. Lieber Willi, ich persönlich bin ganz schlicht und einfach auch als großer Fan von dir. Hey, du weißt, dass ich ein großer Fan von dir bin. Und wenn ich so richtig ins Schnauz voll hatte in Köln, wo bin ich hingegangen um Uhu, damit ich uns richtig herzlich lachen kann. Der Willi ist ja dann auch in Verbindung mit dem Stoppe fast schon ein Programmnummer für sich statt. Und wir hatten ja lange auch. Wir machen natürlich Scheine der Jahre voll geliert. Es hat so weg war, wie wir ihn haben wollen. Aber sind wir froh, dass wir ihn haben. Sowieso erzählt, gerade immer die heile Welt Hölzchen hier, das behagt man nicht. Man nimmt so, was das ein Typ ist, was ich mit dem schon mitgemacht habe. Der ist schon Platz gekommen, 3-4 Mal. Der ist in Linz wie oft in der, wo schon aus der Wirtschaft geflogen ist. Der hat beim Dyson Lokalverbot gehabt. Das ist einfach. Der Willi Hölzchen ist ein Mann, der müsste viel mehr von geboren werden. Das ist ein echter kölscher Junge. Der müsste mal festkommen mit dem Präsidenten. Ihn die Pass auf. Freunde, damit ist das Dreigestirn der Session 1999 im Amt. Auf Prinz Bauer und Jungfrau, auf das Festkomitee, auf unsere Vaterstadt Colonia, den Kölschen Fasteleer
ein dreifaches Kölle! Alarm! Kölle! Alarm! Kölle! Alarm! Wenn ich an die Jubiläumssession 98, 99 denke, dann denke ich an eine Achterbahnfahrt ohnegleichen. Man muss sich vorstellen, wir standen vor dem Jubiläum. Der Vorstand, damals noch bestehend aus Willy Hölzchen, Präsident, und Otto Wasser, zweitem Vorsitzenden, hatte sich etliches überlegt, um dieses Jubiläum vernünftig ausgestalten zu können. Ein Dreigestirn der KGU sollte der Höhepunkt sein. Und so war unsere Vorstellung denn, dass wir im März 98 an das Festkomitee herangetreten sind, um eben einen Dreigestirn stellen zu dürfen. Leider bekamen wir dann Mitte des Jahres eine Abfuhr, weil das Festkomitee die etwa gleichaltrige Jan van Weert-Gesellschaft vorgezogen hatte und denen den Zuschlag erteilt hatte. Das war für uns sehr enttäuschend, insbesondere für die drei Aspiranten. Das waren zwei Vorstandsmitglieder, einmal der Jürgen Köber und der Klaus Fischer und als dritte und wichtigste Person natürlich der Prinz Karneval, der über den Uli Remmel kam, Kurt Richter. So, dann sind wir also gestartet im Oktober, das war alles wunderbar, aber dann kam der absolute Hammer. Fünf Tage vor dem 11.11., also vor Beginn der Session, bekam ich einen Anruf von Alexander von Chiari, dem Vizepräsidenten des Festkomitees, ob nicht gegebenenfalls die KGU doch noch bereit wäre, ein Dreigestirn zu stellen. Man muss sich das vorstellen, fünf Tage vor dem 11.11. Ich war so perplex, aber gleichzeitig auch so frech zu sagen, ja, natürlich, selbstverständlich, ohne Rücksprache mit den Dreien. Das passierte danach, die waren auch bereit. Man muss sich vorstellen, die mussten natürlich dann auch drei Monate ihre Arbeit niederlegen, ganz spontan. Innerhalb von fünf Tagen mussten sie einen Crashkurs machen. Den haben wir dann zusammen mit dem Festkomitee-Vorstand im Altenberger Hof gemacht. Als dann der Handschlag erfüllt war, also fünf Tage vor dem 11.11., dann habe ich den Dreien vorgeschlagen, das müssen wir doch begießen. Also gehen wir doch noch einen kleinen Heben im Jameson. Dann sind wir rübergegangen zum Jameson und da waren etwa 100 U-Mitglieder inzwischen eingetroffen. Innerhalb von anderthalb Stunden hat das eine unheimliche Reaktion gezeigt. Das war natürlich das absolute Highlight, ein riesiges Spektakel und natürlich auch eine Riesenfreude für die drei. Und die drei sind dann mehr oder weniger wenige Tage vor dem 11.11. ins kalte Wasser geworfen worden, um sich vorzubereiten. Kostümprobe und all diese Dinge standen noch an. Sie hatten keinen Tanzunterricht, nichts von alledem. So, und dann kam vor dem 11.11. noch die Feier des 11.11., das war ein, zwei Tage noch vor dem eigentlichen Spektakel auf dem Altermarkt, als wir im Ühlenest, im damaligen Delbrücker Hof, dann die drei empfangen haben, sind mit einem Fackelzug dann Richtung Knipschild, Werk 1, gelaufen. Ich möchte einfach behaupten, diese wenigen U-Liken-Sachen, die waren der Höhepunkt für die drei und haben den unglaubliche Hilfe geleistet. Im Großen und Ganzen muss man heute sagen, die drei haben getreu ihrem Motto, mir jutzo, mir lache, mir klimmen ob der Stühl, mir viere fasse loben, das ist ein doll Gefühl, alle Ehre gemacht. Schlecht geschlafen, keinen Appetit und Hummeln im Bauch. So gehen Sie zur ersten öffentlichen Vorstellung zum Oberbürgermeister ins Rathaus. Jetzt wird es ernst. Es ist der 11.11.1998. Getreu nach unserem Motto. Mal jutze und mal lache. Und klimmen ob die Stühl. Mal viere faste Loren und dann ist ein Jod gefüllt. Aller Anfang ist schwer und deshalb ist Prinz Kurt sichtlich froh, dass er diese Runde gut überstanden hat. 11.11 Uhr, jetzt jedet los. Die karnevalslose Zeit ist vorbei. Die Session 1998-99 hat begonnen. Und
Und dann genießt man das erste Bad in der Menge. Auf die drei! In schöne Session! Dreimal Kalle! 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 Die Rasur der Jungfrau ist für die Presse ein gefundenes Fressen. Von der Gaststätte zur Tant zur Hofburg. Mit starker Abordnung der Delbrücker Uhus und dem Bore-Schneuzer-Ballett marschieren sie durch Kölns Innenstadt. Ich kann nur ausrufen, auf das, denn die Dreistirn, was jetzt zu proklamieren ist, ob eine schöne Session, ob die gesamte Equipe, all die dabei sind. Ein Brevers Kölle! Hallo! Kölle! Hallo! Dreistirn! Hallo! Kölsche Fastelovend, ob Kölle, ob die ganze Welt, dreimal Kölle! Also die Pripro damals, das war nochmal so ein Turbo. Das Dreigestirn zu haben und auf die Bühne zu gehen und damals im Gürzenich Vollgas zu geben, auch mit den Dreien zusammen. Wir haben ja den Prinzenproklamationstanz neu gemacht damals. Das war der Hammer, diese Power und diese Welle, auf der wir damals mitgeschwommen sind. Ja, ist Karneval am Rhein. Denn einmal nur im Jahr ist Karneval am Rhein. Denn einmal nur im Jahr ist Karneval am Rhein. Denn einmal nur im Jahr ist Karneval am Rhein. Jans Kölle feiert gemeinsam mit der KG Uhu eine Sessionseröffnungsjodesdens in Zint-Norbert und trägt danach in einer rot-wiese Prozession zum Dreijestehensempfang in die Aula von der Realschule in Delbrück. Ja,
schwer bewaffnet startet das Dreigestirn in den Zug. 4 Tonnen Wurfmaterial sind geladen, um sie unter das Jecke-Volk zu bringen. Schokolade, Waffeln, Strüße und Pralinen sind im bis unter die Decke beladenen Wagen verstaut. Bauer und Jungfrau am Dom. Da fliegen Strüße und Kamelle kistenweise. Prinzenwagen durch Köln rollt, freuen sich die Fastelovensjäcke über die Strößjer und Kamelle, die von Prinz Kurt mit vollen Händen geworfen werden. Für das Dreigestirn war das sicher der längste Tag im Leben. Vom Gefühl vielleicht der kürzeste, denn alles lief ab wie in einem Film. Ein letztes Alaaf auf die Session 1999 und ein Alaaf ob die drei. Sahnet Jotjemat, das Jahrhundert drei gestehen. Hunderttausenden in die Augen geschaut. Einmalig. Und die haben zurückgeschaut. Das ist ein unbegreifliches, schönes Gefühl. Wenn sie das erlebt haben, haben sie keinen Traum mehr. Am Ende von der Session wird noch jetzt Bovendrup. Das Schnolzer Ballett gewann der närrische Oscar. Ein Tanzpaar sind Dieter Theisen als Tring von der Kojas und Bert Lünenbach als Singedanzoffizier. Der neue Kommandeurs wird Bauer Jürgen Köber. Wie schon kommt der kulturell hochstehende Teil. Wir schließen nämlich jetzt klassisch Ballett auf die Bühne. Das heißt so richtig mit Battements, Chaiselons, Hundeattitüde, aber die ganze französische Dress. Ich würde sagen, dass dieses Jahr genug ist. Ich mache 16 Jahre und ich würde sagen, das reicht. Man hat gesagt, du mähst die 20 noch voll. Nee, ich mache die 20 nicht voll. Aber hast du schon einen Nachfolger? Ja, der Werner Meier. Hier, ist der mit dem Bettführer. Ist der Werner Meier, der wird das Bettführer mit dir versuchen. Das nicht zu vertreten in dem Bett. Und ich würde das schaffen. Ich fühle den Jungen so. Schneuzer Ballett, los auf uns an, sind wir den Tablett. Wir sind immer elegant, 2, 3, 4, Spaß, wie
eben auch charmant. Und wir sind irgendwo in vier. Da meint ich ein Ende Bier. Und so trick ma wieder durch die Säle. Auf 2015 mit der Marie Ingo Baum als Marie-Louise von der Kemperwiese und Ralf Meissner als Tanzoffizier. Hück tanzen die Trumpf von der Strung, Stefan Friedrich, ich mit dem Timo Schönhals und aktuell mit David Bröhl als Tanzoffizier. Die Bühne frei für die Delmer Kabore. Schönen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kunstfreunde. Angesichts dieser eleganten Herren auf der Bühne wird es sicherlich sofort klar geworden sein, dass hier und jetzt der künstlerisch wertvolle Teil des heutigen Abends begonnen hat. Beifall! Meine lieben Ballettfreunde, der Präsident hätte eben alt angesprochen. Wir haben das Schönste dabei, was wir in Delburg gefunden haben. Unsere Regimentstochter, uns Marie, die Trumpf von der Strom. Der Applaus ist durchaus gerechtfertigt. Unser Mariechen ist mittlerweile fünffacher Rheinlandmeister. Aber leider nicht im Tanzen. Im Boxen. Und extra ihr CI und ich zur Freude haben wir einen Tanz kreiert, der heißt wie? Mariechentanz. Männer, stelle ich euch zum Mariechentanz. Günther Kommando Paraplurets. Herr Kapellmeister, spielt ja nur mehr zum Mariechentanz. Kam es viel auf die Typen an, da weniger auf die Athletik, sondern jeder war ein bisschen anders. Der eine konnte tanzen, der andere konnte nicht tanzen. Man stand groß neben klein und dick neben dünn. Und heute ist es so, dass wir schon etwas athletischer tanzen müssen. Wir müssen akkurater tanzen. Thank you.
Bier, da ist wohl Sonnenschein, drum schöner wie in Delbrück kann es nirgends sein. Drum schöner wie in Delbrück kann es nirgends sein. Mo wille jetzt singe e Liedens von uns, ganz laut soll et klinge, jetzt he doget Hus, weil mir all sind lustig, schon wick mir bekannt, vom Delbrücker sprich mo in Stadt und in Land. Moi juze und lache und mache grad auf, wo mir sind da jede viel Spaß und Klamauk. Ja, mir von Delbrück, mir sind ein Ehe Art, mir sind kein Buch. So, Nietzsche, packen wir an. Denn Vereinsleben ist Arbeit, um anderen Menschen frei zu machen. Und das ist kapiert wurde. Und das ist für uns eines der schönsten. Schöner wie in Delbrück kann es nirgends sein. Drum schöner wie in Delbrück kann es nirgends sein. Wir feiern die Feste, so wie man das soll, ob Hutzig und Kindes, ist alles knatschdoll. Um Namenstag weht sich beim List oder Jupp, ganz früh und genüschlich, Schnäpps hier geschluckt. Ob einmal ist alles löwet auch nit, alt wieder am Singen dat herrliche Lied. Ja, wir von Delbrück, wir singen eine Art, wir sind kein Bure und kein Lösterstadt. Wir haben ne Hetzje, das ist wohl Sonnenschein, drum schöner wie in Delbrück kann es nirgends sein. Drum schöner wie in Delbrück kann es nirgends sein. Bei 2014 präsidierten unsere Präsidöres Rainer Ott die ZDF-Major-Sitzung. Mit dabei die Schnäuzerpens, die 1999 als Kinder- und Jugendtanzgruppe unserer KG gegründet wurde ist. Anfangs betreut vom Norbert Andersch und dem Zita Häuser kümmere sich zig 2010 Jürgen Falkenhayn und Volker Brüssler um die Pens. Trainiert wird das ganze Schmölzje vom Steffi Hochum. Im Moment tanzen bei der Schnäuzer Pens 38 Mädchen und Junge zwischen 6 und 18 Jahren. Wisst, komme mir aus Delbrück und mir wolle ich jetzt sehen, was mir da alles könne, nämlich tanze. Penz stell dich ob zu mir von Delbrück. Ja, mir von Delbrück, mir sind ein Ehe Art, mir sind Hetzje, da ist wohl Sonne.
abends auf der Straße rum. Heulen die Hits aus Formel 1 und trinken Eiskaffee. Und wenn es Wetter fliegt die Hüfte, dann sind wir Moje wieder hin. Bidi, 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 Eiskaffee, oh. Bidi, 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 papa. Seit 1988 mischen die Juhus mit im Kölsche Fasteleer. Sie sind die größte Jugendorganisation im Kölner Karneval. In Jans Kölle bekannt ist die Party am Fastelovensfriedach. Herzlich willkommen. Heute feiern wir die große Juhu Karnevalsfreitagsparty 2020. Dicke Brüste, da Marlene hat tolle Beine. Ich im Inzwang fühle, dann seht es immer nein. Das Publikum heute Abend ist sehr lustig und auch sehr doof, wie wir gerade festgestellt haben. Wir sind aber nicht sehr traurig darüber. Sie sehen, die Leute tanzen auf den Tischen, die tanzen auf der Theke, die tanzen unterm Zelt, die Leute tanzen mit Mützen, die Leute tanzen ohne Mütze, die Leute tanzen teilweise ohne Hose. Was sagen Sie als Moralapostel dazu? Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich zu mir hin, weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin. Keine Wienerin, Mann, weil ich ja sowieso gewinn, weil ich ein Mädchen bin. Sing schön, sing schief, sing die Lieder, die du liebst. Sing laut, sing schrill, denn es ist viel, viel, viel zu schnell. Sing schön, sing schief. Er war auch im Vereinsliffe. Nehmen die Juhu so eine feste Platz in und sind dem Verein eine unschätzbare Unterstützung. Ich darf euch aufs Herzlichste begrüßen zu unserem Integrationsfest im Jahre 2023. Hey, 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 it's Karneval.
Der Senat ist mehr oder weniger auf die Idee vom Heiner Mühr gegründet worden. Da war das so, dass die Entscheidung nicht klar stand, ob der zukünftige Senatspräsident der Hans Junken sein sollte oder ich. Und dann sagte Heiner, dann macht er doch beides. Beide Senate, und dann wechselt er euch jeweils jahrweise ab. So, und dann ist aber der Hans ja mit seiner Jungfrau dazwischen gekommen und dann habe ich dem Hans nach dem Jahr gesagt, ja Hans, jetzt bist du dran, jetzt musst du das übernehmen. Das ist im Leben nicht. Du hast das so gut gemacht, das blieb dabei, du machst das wieder. Der erste Senator, den habe ich, der Manfred Ring. Und den Manfred Ring, den kannte ich aus geschäftlichen Bereichen. Und dann habe ich den, sagst du, du musst, was ist das da? Sagst du, kümmere dich nicht drum, ich erzähle dir das schon. Und dann haben ich den auch direkt zum Senator gemacht. Und dann war das gut. Dann kam der Günther Klein und die Gruppierung da drumherum. Inhalt der Gesellschaft, Unterstützung der Gesellschaft und Vorbild der Gesellschaft ist Dreh- und Angelpunkt. Der Senator sollte das Rückgrat der Gesellschaft sein. Der Uhu, das ist eine tolle Club. Doch wie zu Mensch lässt ihr Kölsch geschluckt. Wir sind immer lustig, mit nicht keine Knies. Doch haben wir jetzt jähe, das Finger mal fies. Wir haben das Argument, was jeder in der Rücken. Üben, die schlafen den ganzen Tag. Und ich in der Nacht, doch werden sie wach. Doch werden sie mit mir zu schlafen. Die können ne Stiefel vertragen. Bei uns im Uhu drin. Und die beste Üde, die sind bei uns im Uhu drin. Wann dünnes und schäl könnte Hunger und Sinn, die wäre bestimmt auch im Uhu drin. Denn da wird noch fast ein Abend gemacht, wie wir das gewendet sind, noch echt kölscher Art. Und das mit dem Argument, was jeder in der Rücken. Bühne, die schlafen den ganzen Tag. Und ich in der Nacht, doch ehen sie wach. Doch dann sind sie nicht mit zu schlafen. Die können die Stimme vertragen. Und die beste Bühne, die sind bei uns im Uhu drin. Und die beste Bühne, die sind bei uns im Uhu drin. Übe die Schlafe den ganzen Tag und ich in der Nacht, doch reden sie wahr. Doch dann sind sie nicht wie zu schlafen, die hüllende Stille vertragen. Und die beste Bühne, die sind bei uns im Uhu drin. Und die beste Bühne, die sind bei uns im Uhu drin. Wenn man keinen Spaß am Fosterlaufen hat, ob der ganze Straßenkarneval, ob das ganze Schmilz hier, ob die Juhus, ob die Schneuzer, ob die Schneuzerpens, das sind ja alles Abteilungen und ganz, ganz wichtige Bestandteile unserer großen EU-Familie. Und wenn man denn, wie gesagt, nach langjähriger Mitgliedschaft die Möglichkeit bekommt und erhält, so einer tollen Truppe vorstehen zu dürfen, ist das für mich eine ganz, ganz große Ehre und ich werde meine Sache so gut als möglich machen. Zig 1972 hat die KGU wieder einen Senat. Über 50 Senatoren treffen sich einmal im Monat zum Senatsabend und unterstützen die Gesellschaft, wo sie nur können. Yeah.
Alle drei Jahre trifft sich der Senat bei Schäfers im Jade, um neue Senatoren aufzunehmen und die neue Senatoren in der Senat zu integrieren. Willkommen zur Richtersitzung der KGU von 1924 Köln-Delbrück. Herzlich willkommen auf dem Uhu-Festgelände an der Lebeljahr Straße. Herzlich willkommen am Uhu-Hochsommerfest 2022. Beifall! Und herzlich willkommen auf der Uhu-Herresitzung 2023. Namen Männer! Meine Damen und Herren, Lev Öhle, herzlich willkommen, wie in jedem Jahr, wenn wir nicht gerade gar nichts machen dürfen, zum traditionellen Uhu-Ansingen. Schon all die lange Jahre ist unser Frieden.
Also wunderbar, wie hier was wunderbar eingeführt wird. Und dieses Sache, heiße Musik, kühle Getränke, große Würstchen, deutsche Leute, Baku ist Platz für jeden. Lückscher, das Wort. Ein Rückblick auf 100 Jahre KGU. Was blieb, ist dem Verein viel Glück für die nächste 100 Jahre zu wünschen. Ob das die Mitglieder, die Juhus, die Senatoren, die Schnäuzer und die Pens wieder zusammenwasen mögen und in Köln das verkörpere, was der Delbrücker Fastelovend ausmäht. He viere nette Menschen, kein Bure, aber auch kein Glück aus der Stadt.
Ich bin der Meinung,